BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Ich freue mich auf eine Begegnung mit einem absoluten Urgestein von Borussia Dortmund. Herzlich willkommen, Teddy de Beer. Lieber Wolfgang, hallo Josef. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Das Wetter haben wir extra für dich gemacht. Wir wollen ein bisschen zusammen durch Dortmund fahren. Du kennst vieles, aber nicht alles. Vielleicht kannst du noch den ein oder anderen neuen Eindruck heute gewinnen. Wir haben diesen wunderbaren Sparda Bank Bus für dich bereitgestellt und dann würde ich einfach sagen, wir steigen ein und plaudern unterwegs. So machen wir das. Wie würdest du nach eigener Einschätzung sagen, wie hat sich der Verein verändert? Wie hast du dich verändert? Kann man das auf einen kurzen Nenner bringen? Ja, ich bin erst mal älter geworden. Ja. Das sieht man natürlich auch, wenn ich mir die ganzen Autogrammkarten im Laufe der Zeit ansehe. Ja, dann hat auch mein Äußeres gelitten. Aber der Verein ist so immens gewachsen, auch als ich 86 herkam. Da waren vielleicht 40 Angestellte insgesamt unter der Südtribüne. Jetzt sind wir ein Unternehmen mit 800 Angestellten, das weltweit aufgestellt ist. Also diese Entwicklung ist schon Wahnsinn. Und daran teilhaben zu können, ist schon eine gute Geschichte. Was eigentlich macht den BVB so ganz besonders? Das kannst du vielleicht als einer, der über 30 Jahre hier ist, gut beschreiben, wenn es denn überhaupt geht. Wir reden immer über die Pokale, über die Meisterschaften, die wir geholt haben. Aber für mich sind entscheidendere Momente des Besonderen eigentlich eher, wo wir auch Momente hatten, in denen wir schlecht gespielt haben, wo ich selber mit dabei war auch, wo wir dann... Es ging darum, zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Gegen Uerdingen kann ich mich erinnern, haben im Nachhinein 1-0 gewonnen, aber es war so knapp. Wir hätten dann auch damals in der Situation auf einen Abstiegsplatz rutschen können oder hätten noch in die Gefahr kommen können, mit gegen den Abstieg uns wehren zu müssen. Und die Leute sind zu Recht kritisch und dürfen auch meckern, wenn wir schlecht spielen. Aber in den Momenten, wo du siehst, dass der Verein wirklich in Gefahr ist, dann hast du im Stadion gemerkt, unten auf dem Platz, da gibt es keine zweite Meinung. Dann ging es nur noch um den Verein und dann war bedingungslos, ob Fehler hin oder her, waren die Leute bedingungslos hinter dem Verein und wollten, dass der weiterhin in der ersten Liga spielt. Und das ist ein Moment, der, glaube ich, noch viel wichtiger als die Erfolge zu feiern, sondern in den Momenten, wo man sieht, dass es dem Verein schlecht geht, da gibt es keine zwei Fragen. Da gibt es nur eins, Borussia Dortmund. Und das macht die Region aus. Sehr gut. Teddy, der wunderbare Sparda Bank Bus wartet auf uns. Lass uns einsteigen und die nächste Station ansteuern. So werden wir das tun. Danke dir. Das führt uns zu der Zuschauerfrage, die Sparda Bank jeweils uns für diese Sendung zuleitet. Da fragt Danilo Zupp: Teddy, du hast neben Roman ja auch schon einige andere Torhüter betreut. Welchen Torwart würdest du denn gern mal trainieren? Gibt es da einen Wunsch? Fritz Herkenrath, Heini Kwiatkowski. Auf diese Frage kann ich jetzt nur so antworten, dass mir da jetzt keiner wirklich einfällt, wo ich sage, den würde ich gerne trainieren. Du hast mit vielen guten Torleuten... Ich habe mit vielen guten Torleuten bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet auch. Junge Torhüter, ältere Torhüter wie Guillaume Bamus. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, aber einen speziellen Wunsch, irgendjemanden zu trainieren, den gibt es in mir nicht. Du weißt, wie schön es ist,
in Berlin zu sein. Du hast einen deiner größten Erfolge 1989 in Berlin errungen, den Pokalsieg gegen Werder Bremen. Ein kurzer Ausblick noch zum Abschluss auf dieses Pokalfinale. Haben wir wieder Grund haben zu feiern? Ich gehe davon aus, dass wir gute Chancen haben, das Pokalendspiel zu gewinnen. Zumal wir gegen Frankfurt auch in der Liga schon ordentlich gut gespielt haben. Auch. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Pokal gewinnen.